Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Das Einzige, das diese Welt verändert oder heilt, ist, dass du Wahrheit lebst, beziehungsweise Lüge versus Wahrheit, hast du den Mut zu unterscheiden? Hast du den Mut, Lüge, wann immer du möchtest, von Wahrheit zu unterscheiden, in einer einzigen Sekunde? In dieser Zeit, im Jahre 2022, ist es einigermaßen populär bzw. verbreitet, dass die Welt sich in zwei Lager teilt. Das eine Lager, das deutlich größere Lager, das noch immer glaubt, das aktuelle Machthabende, die aktuell massiven Einschränkungen in Grundrechten, in Freiheit, in Wohlstand, in Energie, dass die aktuellen Machthabenden all das, was hier auf der Bühne des Lebens passiert, zum Wohle der Mehrheit der Menschen betreiben, also Entrechtung, Freiheitsberaubung, extreme Beeinträchtigung von Gesundheit, Autonomie, Beeinträchtigung von Freiheit, auch dahingehend, dass eine riesengroße Inflation herrscht, die Geschichten von angeblicher Energieknappheit aufgrund angeblicher Kriege erzählt werden. Also es ist momentan populär und verbreitet und überall zu sehen, dass die Welt sich in zwei Lager teilt. Das eine, deutlich größere Lager, lässt sich weiter freiwillig entrechten, unterdrücken, knechten, ausbeuten und höchstwahrscheinlich irreversibel in der eigenen Gesundheit zerstören bzw. beeinträchtigen. Das andere Lager, das deutlich kleinere Lager, nennt sich selbst das aufgewachte Lager und informiert dich jetzt teilweise stündlich, teilweise täglich in einem Dauerbombardement, unter anderem auf Kanälen wie Telegram, aber auch in Facebook oder anderen sozialen Plattformen darüber, dass das alles böse, finster ist und der geplanten starken Dezimierung der Weltbevölkerung dient. Informiert dich über die Bösen da draußen und über die vermeintlichen Retter, die vermeintlichen Guten da draußen. Also in der aktuellen Zeit ist es verbreitet und populär, dass die Welt sich spaltet in die, die weiter ohne jeden Widerstand, ohne jedes eigene Denken oder ohne jede eigene Integrität, ohne jeden eigenen Mut brav befolgt, mitmacht und ausführt, was eine machthabende Minorität massiv Rechte, Lebensqualität, Gesundheit, Freiheit einschränken, verordnet, und die andere Gruppe der Menschen, eine angeblich erwachte Minorität, möchte die Welt aufwecken, aufklären und teilt uns ungefragt täglich, stündlich, wöchentlich mit, was da draußen alles an Lüge, Machtmissbrauch, Verrat, Entrechtung stattfindet, woher das kommt, und dass der Großteil dessen, was du bis heute gelernt hast, dass angeblich die Wahrheit über die Menschheitsgeschichte oder die Wahrheit über unsere Erde ist, unwahr ist. Ich möchte dir mitteilen, dass solange du dich trickreich mit deiner Aufmerksamkeit und Energie damit ablenkst oder ablenken lässt, bei den anderen zu sein, bei den vermeintlich externen Rettern, den externen Guten oder bei den vermeintlich externen Bösen, Zerstörern, Lügnern, Satanisten, wie auch immer du das nennen möchtest, Illuminaten, solange du als zu Materie verdichtete Energie als Mensch
mit dem Großteil deiner Energie bei den anderen bist und hoffst auf externe Rettung, Heilung, Erlösung durch die guten anderen oder grollst, zürnst, wütest, trauerst, ob der Zerstörung, Dezimierung, Entrechtung, Ausbeutung der Menschheit durch die aktuell machtmissbräuchlichen Machthabenden. Solange du mit deiner Aufmerksamkeit, mit dem Großteil deiner Aufmerksamkeit, mit dem Großteil deiner Energie, also mit deinem Sein, deiner Schöpferkraft, deiner Schwingung bei den anderen bist, und zwar vollkommen egal in welchem der beiden Lager, und natürlich habe ich einen eigenen Standpunkt, den habe ich schon des Öfteren sehr klar zum Ausdruck gebracht, ich bin ungeimpft, ungetestet, das wird auch so bleiben. Aber solange du nicht dein eigenes Leben in radikale, gelebte Wahrheit ordnest, in deinen Freundschaften, Beziehungen, beruflich, solange du selber nicht wirst, was du dir wünschst, von der Welt zu erfahren, ein wahrhaftiger, mutiger, ehrlicher, integrer Mensch, der seinen Kindern, seiner Umgebung, seinen Beziehungen, seinen Freundschaften eigene Wahrheit vorlebt, auf die Gefahr hin, dafür Ablehnung, Sanktionen, Bedrohung, Erniedrigung, Trennung zu erfahren. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich lebe 100% Wahrheit. Bin ich deshalb geil? Nein, ich rede immer nur über das, was ich selber bereit bin zu tun. Mein Leben ist ein Leben, das ich zu 100% für mich, meine Kinder, meinen Hund oder meinen Hund, meine Kinder und mich oder meine Kinder, meinen Hund und mich bestreite aus meiner eigenen Wahrheit. Ich bestreite mein Leben monetär ganz und gar aus meinen Gaben, aus meiner gelebten Wahrheit. Habe ich deshalb viele Freunde, mehr Freunde, bin ich deshalb gehypt, gefeiert und unendlich beliebt? Nein, aber ich mag mich, ich stehe zu mir, ich achte mich, ich wertschätze mich, ich bin bei mir. Also lange Rede, kurzer Sinn, solange du dich verlierst in dem Spiel, die guten anderen, die bösen anderen, die externe Zerstörung, die externe Rettung, hast du dich verloren, und zwar vollkommen egal, auf welcher der beiden Seiten, hast du dich verloren in dem beliebtesten, unbewusstesten und letztlich, egal auf welcher Seite, zerstörerischsten Spiel menschlichen Lebens, dem Spiel des Ego. Rettung ist im Außen, Zerstörung ist im Außen. Natürlich stimmt die offizielle Version der Geschichte der Erde, sowohl was ihre Form als auch ihr Entstehen betrifft, nicht. Natürlich stimmt die offizielle Menschheitsgeschichte mit all dem, was dir erzählt wurde, was wann, wie geschah, vom Urmenschen, vom Affen zum Urmenschen und dann zum aktuellen heutigen Menschen. Natürlich stimmt das alles nicht, aber das nützt dir alles relativ wenig, beziehungsweise nutzt es der Rettung, Heilung, Erlösung, der Gesundung von Mutter Erde und uns allen relativ wenig, dass du jetzt weißt oder glaubst zu wissen, was nicht stimmt und was stimmt. Was Mutter Erde unserer aller Gesundung oder unserer aller Heilung, unserer aller Entwicklung, was als einziges funktionieren würde, wäre dein Vorleben statt dein Vorlabern radikaler, gelebter, eigener Wahrhaftigkeit in deinen Beziehungen, in deinen Berufungssituationen, in allen Feldern deines Lebens. Dein Mut, deine eigene Wahrheit durch die Ablehnung deiner bisherigen Freunde, Eltern, Kollegen hindurch für dich selber, dir selber treu sein zu leben. Das würde die Welt heilen, retten, erlösen. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber ich, was kann ich denn schon ausrichten? Ein paar Millionen Menschen auf der Erde vor dem Hintergrund, ich weiß auch nicht, ob die Zahlen stimmen, angeblicher 7 bis 8 Milliarden Menschen als Erdbevölkerung, ein paar Millionen Menschen, die Wahrheit vorleben, die ihre Schwingung in ihr Ich Bin, in ihre widerstandslose Annahme ihrer selbst, aber auch gesunde äußere Grenzen ohne Krieg in eine gesund gelebte Autonomie verwandeln, verändern, transformieren, ein paar Millionen Menschen, die Wahrheit vorleben, viel mehr noch als sie vorzulabern, haben die Macht, die Schwingung von vielen, vielen, vielen 100 Millionen Menschen
massiv anzuheben. Ein Mensch, der in Liebe, in widerstandsloser Annahme seiner selbst schwingt, der wieder im göttlichen Ich Bin schwingt, hat eine viel 10.000-fach höhere Manifestationskraft als viele 10.000 Menschen, die selber im Ego, in Selbstablehnung, in einem Leben, wo sie die Befriedigung ihrer Bedürfnisse vor ihre Werte stellen. Ein Mensch in Liebe, in widerstandsloser Annahme seiner selbst, im Schwingen seines göttlichen ureigenen So-Sein, hat eine viel 10.000-fach höhere Manifestationskraft als 10.000 Menschen, die weiter unbewusst oder angstvermeidend oder mit Angst identifiziert dieses Leben leben wollen. Nicht deine Worte, nicht deine vermeintliche schlaue Trennung von den Bösen da draußen oder deine große Sehnsucht nach den guten Rettern, Erlösern da draußen. Trennung ist der größte Traum der Menschheit, der Traum, die Identifikation unseres Ego. Nicht dein schlaues Missionieren, dein schlaues Fingerzeigen, dein schlaues Aufklären sind deine größte Macht. Nein, alles, was da draußen an Machtmissbrauch, Verrat, Lügen, Hochstapelei, Verführung stattfindet, ist eine irdisch gewordene Manifestation unserer eigenen verdrängten Ängste, Schatten, Dämonen in uns selber. Und wenn wir auf einer wahrhaftigen, mitfühlenden, empathischen, ehrlichen, mutigen Erde ein gesundes Miteinander leben wollen, dann müssten wir zuerst mal in unserem eigenen Leben mitten durch unsere Ängste hindurchgehend, unsere Ängste annehmend, unsere Ängste wieder zu uns zurückholend und Verantwortung für unsere eigenen Ängste übernehmen, müssten wir unser eigenes Leben in erwachsene Wahrhaftigkeit ordnen. Dein Vorbild und deine eigene Schwingung sind deine größte Macht und deine größte Verantwortung. Dein Vorbild und deine eigene Ich-Bin-Schwingung, dein Mut, deine Wahrheit durch alle Ablehnung deiner bisherigen alten Lebensfelder hindurch zu leben, ist das, was diese Welt heilt, verändert, reinigt, gesundet, dein gelebtes Vorbild. Wenn du also diesen Kanal schaust, wirst du höchstwahrscheinlich nicht zu der deutlichen Mehrheit der Menschen auf der Erde gehören, die noch immer gutheißen und gut finden, was hier von einer machthabenden Minorität entrechtend und gesundheitszerstörend verordnet wird. Du wirst sicherlich eher zu dem Teil der Menschen gehören, die dabei sind zu erkennen, was hier stattfindet, was hier gespielt wird und was die wahrhaftigen Hintergründe sind. Das ist wundervoll, aber nichts wird sich jemals auf der Welt verändern, wenn du nicht selber wirst, was du dir wünschst, von der Welt zu erfahren. Wahrheit, Integrität, Loyalität, Mut, gesunde Grenzen, kein Mitspielen mehr in Angstvermeidungs- und Lügenspielen. Wenn du nicht eine wahrhaftige, mutige, ehrliche Insel für dich und deine Liebsten wirst, wenn du nicht den Mut hast, deinen Schatten zu reintegrieren, ein Liebender deines Ganzseins zu werden und im Außen Lügen, Kriege, Anklage, Energiespiele, Deals beendest. Ein Mensch ist ein zu Materie verdichtetes Energiefeld, ein mächtiges zu Materie verdichtetes Energiefeld. Und deine größte Macht ist, wie du dich heute mit dir selber fühlst, ob du dir selber treu bist, ob du den Mut hast, deine Wahrheit vor die Befriedigung deiner Bedürfnisse oder die Erfüllung der Erwartung anderer zu stellen. Das ist deine Macht. Diese Welt heilt nicht durch unser schlaues Gelaber und auch nicht durch erhobene Fäuste und nicht durch unsere Wut. Natürlich müssen wir gesunde Grenzen setzen und für uns selber sorgen, aber unsere Welt, die Erde, Mutter Erde, Gaia, keine Kugel, heilt durch unser gelebtes Vorbild, dadurch, dass wir selber ganz werden, ehrlich werden und unser Leben integer aus unseren Gaben heraus bestreiten. Tut mir total leid, dass das nicht bequem ist und nicht einfach. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Aber nichts, was sich in diesem Leben wirklich zu haben lohnt, wie zum Beispiel ein ehrliches, integres Miteinander ohne Krieg, Drama, Anklage, Häme, Spott, üble Nachrede, ohne Drama, ohne Kriege, ein gelebtes Miteinander auf
Mutter Erde braucht dein bei dir bleiben, bei dir sein, dein Herz für dich öffnen, die Quelle in deinem Herzen eröffnen, damit du nicht mehr ein Dealer bist, der süchtig nach Liebe, Annahme, Anerkennung, Verbundenheit zu anderen ist, der seine Energie ganz und gar aus dem Beifall oder der Liebe anderer generiert. Ein Süchtiger ist der größte Kriegstreiber noch immer auf der Erde. Und natürlich kannst du dein ganzes Leben damit verbringen, zu analysieren, was da draußen schief läuft. Letztlich heilt die Welt von innen nach außen. Übrigens genauso wie jedes Leben immer von innen nach außen entsteht und nicht von außen nach innen. Wenn Leben aus einem Ei, ein Tier aus einem Ei, wenn das Ei von außen nach innen geöffnet wird, kann dieses Leben niemals leben. Erst wenn das Leben in einem Ei die Kraft entwickelt, die Schale selber zu öffnen, durch alle Widerstände hindurchgehend, durch den Widerstand der Schale selber erfahrend hindurchzugehen, kann das Leben im Ei leben. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gespräches sind nach wie vor kostenfrei. Da geht es um dich. Es gibt jetzt an diesem Wochenende eine Ausbildung zum Liebenden im Allgäu in Hauerz. Dann gibt es bei Berlin, in Borgsdorf bei Berlin, ich glaube nächsten Monat eine Ausbildung zum Liebenden. Im November gibt es eine Ausbildung zum Liebenden in Schlangenbad bei Wiesbaden im Sampona. Und dann wird höchstwahrscheinlich noch ein Termin im Dezember kommen, der dann demnächst online geht. Schau gerne auf www.martinuhlemann.de, ob eine meiner Ausbildungen etwas für dich ist. Alles, was mich interessiert, ist, Menschen unabhängig zu machen, Menschen dabei zu helfen und zu unterstützen, Menschen Werkzeug zu geben, um die Quelle in sich selber zu öffnen und endlich einen klaren Blick auf die Welt zu bekommen und endlich leben zu können, eigene Wahrheit, Integrität leben zu können, die eigenen Schatten zu reintegrieren, unabhängig von externem Beifall oder der Notwendigkeit, externe Lügen leben zu müssen, zu werden. Mich interessiert deine Freiheit und deine Unabhängigkeit. Mich interessiert, dass du die Quelle all dessen, nach dem du dich sehnst, in dir selber entdeckst. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Tschüss. Komm, Mogli, wir gehen weiter. Komm, na los.